Hey Leute, heute möchte ich euch Atom Editor vorstellen. Atom kann ein nützliches Tool für die Entwicklung eigener Software sein. Um herauszufinden, ob Atom auch etwas für euer nächstes Projekt ist, schaut euch am besten dieses kurze Video an. Atom ist ein kostenloser Text- und Quellcode-Editor für Windows, macOS und Linux und basiert auf dem Open-Source-Framework Electron, mit dem schon hunderte andere beliebte Desktop-Apps entwickelt wurden, wie zum Beispiel Skype, Pexels, Slack oder Discord. Seit der Veröffentlichung von Version 1.0 im Juni 2015 hat Atom mehr als 51.000 Sterne auf GitHub gesammelt. Zu den Grundfunktionen von Atom gehören unter anderem Syntaxhervorhebung, automatische Sprachenerkennung, eine Kommandopalette, automatische Textvervollständigung, projektweites Suchen und Ersetzen, Multiple Panes und eine performante Fuzzy-Suche. Da von GitHub entwickelt, ist Versionsverwaltungssoftware Git zusammen mit GitHub bereits direkt in Atom integriert. Super cool ist das sogenannte Teletype, mit dem ihr zu mehreren gleichzeitig an einer Codebasis werkeln könnt. Personen, die ihr eingeladen habt, können mit euch zusammen in der gleichen Datei arbeiten. Änderungen seht ihr in Echtzeit. Spitz, um zusammen mit ein paar Kollegen ein kleines Programm zu schreiben und euch dabei nervige Merge-Konflikte zu ersparen. Oder ihr braucht einfach nur kurz Hilfe bei eurer Website und ladet dafür den Kumpel ein, der jeden Morgen eine Tasse JavaScript zum Frühstück trinkt. Teletype ist übrigens eines von tausenden kostenlosen Plugins, sogenannten Packages, die für Atom zur Verfügung stehen. Mit denen könnt ihr den schon so mächtigen Texteditor um weitere essentielle Features erweitern. Pigments bietet nützliche Funktionen für das Arbeiten mit Farben, Beautify formatiert Code auf Knopfdruck und mit Minimap behaltet ihr auch bei langen Dateien den Überblick. Ausgefalleneres gibt es auch, wenn ihr beispielsweise durch die Zeit statt durch den Raum scrollen wollt oder ihr in heiklen Programmiersituationen lieber den Power Mode aktiviert. Atom ist super, aber Achtung, es ist ein Texteditor, keine vollständige IDE. Besonders wenn ihr mit Hochsprachen wie Java oder C++ arbeiten möchtet, könnten einige Features trotz Plugins fehlen und ihr solltet euch möglicherweise nach Alternativen umsehen. Ansonsten könnt ihr mit Atom definitiv nichts falsch machen. Am besten ladet ihr euch Atom einfach gleich herunter und testet den Editor selbst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage danke fürs Zusehen und ciao.